Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde Leisure Suit Larry und wir gucken uns mal das Handy an, würde ich sagen. Ich hoffe... Ah, ja. Es funktioniert noch. Jetzt fährt es wieder hoch. Es hat sich ins Netz eingeloggt. Schwacher Empfang. Aber es hat wieder eine Funkverbindung aufgebaut. Okay. Der Akku hat noch etwas Energie, aber nicht mehr viel. Dann solltest du schnell mit ihr reden. Vielleicht weiß meine Kollegin, wo Faith ist. Pi? Pi, klar. Ja, ja. Pi, Pi, Pi. Kannst du mir sagen, wo Faith ist? Faith? Faith, Schmaith? Zieh das weiße Zeug aus, du blendest mich. Pi, was ist los mit dir? Das salzige Meerwasser hat ihre Leitungen rosten lassen. Oh nein. Dazu die Einsamkeit als Schiffbrüchige. Die arme Pi. Aber, Larry, ich glaube, wir haben ein anderes Problem. Das muss warten. Wir müssen herausfinden, was hier mit Faith passiert ist. Wo sind die Haie? Pi? Ja? Na, nicht du, die andere. Faith Pi. Kannst du Faith lokalisieren? Lokal. Loco. Loco. Das heißt wohl nein. Larry, du solltest etwas wissen. Ja, ja, ich weiß schon. Wir müssen diese Pi reparieren. Nein, das meine ich nicht. Was denn? Du bist in Lebensgefahr, weil ein Sturm aufzieht. Oh, ein Sturm. Let's go. Was soll ich jetzt tun? Mein Sicherheitsprotokoll sagt, dass du einen Rettungsring auswerfen sollst. Ich hab keinen. Dann halt dich irgendwo fest. Party. Nicht wundern, dass ich ein Dortmund-Trikot anhab. Ich habe bis gerade gestreamt und habe davor Dortmund geguckt. Wir haben gerade 1.40 Uhr in der Nacht, wo ich das aufnehme für euch. Was ist hier los? Ist das die Klingel? Ich erwarte noch die Lieferung der 4K-Überwachungskameras für die Büros. Es kann doch wohl nicht sein, dass es sowas bei Prune bisher noch nicht gegeben hat. Nari? Ja? Lass die Lieferantin rein. Das ist nicht die Klingel. Das Signal stammt von Faith's P-Phone. Na und? Aber... Das könnte bedeuten, dass sie noch lebt. Du meinst, wir könnten doch noch unsere Finger an ihr Geheimprojekt bekommen? Ich meinte, dass sie lebt und wir sie retten können. Ja, ja. Hauptsache, ich bekomme raus, was es mit diesem Algorithmus auf sich hat, an dem sie gearbeitet hat. Und wo sie ihn versteckt hat. Von wo kommt das Signal? Tief in der Karibik. Weit südlich von Cancun, von wo sie verschwunden ist. Ganz in der Nähe habe ich genau die richtige Person für diesen Job. Ich rufe... Den Subraumpenetrator. Okay. Kommandeurin Yan Mai. Zur Stelle. Ich habe einen Job für Sie. Ich bin zu allem bereit. Würden Sie auch Sex während eines Parabelflugs haben? Okay. Das meinte ich jetzt nicht. Müssen Sie auch nicht. Also nicht jetzt. Tief in der Karibik. Ich leite Ihnen das Signal weiter, das wir empfangen. Das ist das P-Phone von Miss Faithless. Begeben Sie sich unverzüglich zu seiner Quelle und untersuchen Sie die Lage. Wenn Faith noch lebt, schaffen Sie sie her. Oder was auch immer Sie von ihr noch finden. Nur sie kann uns sagen, wo sie den Algorithmus gespeichert hat. Bestätigt. Scanne Frequenzen nach dem Signal. Empfange Signal. Sehr gut. Volle Schubkraft autorisiert. Bleiben Sie in den Schatten, Kommandeurin Yan Mei. Und wenn der Moment gekommen ist, lassen Sie richtig Druck ab. Okay. Wie genau meinen Sie das? Also, ziehen Sie Konsequenzen, greifen Sie durch und so weiter. Ah, was ist das denn? Alles in Ordnung bei Ihnen? Nichts passiert. Keine Sorge, Nari. Das ist nur einer von den zahmen Sexsklaven. Scheuchen Sie ihn einfach wieder unter den Schreibtisch. Prune Hauptquartier, Ende. Okay. Oh! Was? Ich hab den Sturm überlebt, aber... Wo bin ich jetzt? Das sieht mir nicht nach Cancun aus. Oh. Nicht ganz. Pi! Was? Alles in Ordnung bei dir? Ich glaube schon. Systemanalyse. Keine Wasserschäden. Kuga-Update läuft noch.
Was ist denn mit Faith P? Hallo, P? Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Was ist los? Gigantische Schwengel, die pulsierten draußen vor dem Laden des Orion. Larry, es geht mit ihr zu Ende. Und ich habe C-Körbchen gesehen, glitzernd im Dunkeln, nahe dem Brandenburger Tor. Kann ich irgendwie helfen? Ich muss zum Brandenburger Tor. Sein in der Zeit, so wie Tränen im Regen. Nein, Larry. Zeit, sich abzuschalten. Oh nein. Sie ist in ewigen Offline-Gründe eingegangen. Ich begrabe sie hier. Das ist sehr mitfühlend von dir. Daher verzichte ich darauf, dich darauf hinzuweisen, dass das Salzwasser Giftstoffe aus dem Gerät lösen wird. Okay. Ich bin auf irgendeiner Insel gestrandet. Der Dschungel sieht undurchdringlich aus. Mein Schiff ist ein Wrack. Sieht so aus, als wäre er am Weg, ehrlich gesagt. Ich werde hier sicher sterben! Ganz ruhig, Larry. Du tust jetzt einfach das, was du immer tust. Ich pimmele rum? Meinst du damit, dass du dich ungefragt entblößt? Man muss den Raum lesen können, bevor man das tut. Nein, Larry, das tust du nicht. Wie immer irrst du ziellos rum und steckst alles ein, was nicht angebunden ist. Let's go. Stimmt. Das ist meine Spezialität. Das andere kann ich ja trotzdem machen. Irgendwann wirst du lernen müssen, wie... Pi? Alles okay mit dir? Denke schon. Okay. Kann man hiervon noch was einstecken? Das bekomme ich nicht einfach so wieder seetüchtig. Ja, aber ich will Sachen einstecken noch hiervon. Nein, das Butt... Okay, dann gehen wir erstmal hier weiter. Oh, ein Schlüpfer. Das ist doch... Ha! Das ist eindeutig Faiths Unterwäsche. Sie war hier. Ich bin auf der richtigen Spur. Aber das könnte auch ein Teil vom Segel sein. Nein, die ist frisch getragen. Das kann ich riechen. Ich wünschte, das könnte ich anzweifeln. Aber wo ist sie hingegangen? Mit der Liane darüber geschwungen. Pi, denkst du, was ich denke? Dass du nicht Pitfall Harry bist? Nein, aber Pitfall Larry. Let's go. Oh, ich bin drüben angekommen. Oh. Das in den Dschungel. Undurchdringlich aus. Na komm, hat dich jemals ein dichter Busch abgehalten? Hey, wer von uns macht hier nochmal die dreckigen Witze? Gleichberechtigung, Larry. So weit kommt es noch. Also, dann stürze ich mich in den Dschungel. Let's go. Es wird ja dort keine Schlangen geben. Vielleicht. Nein, die wurden alle von den Spinnen gefressen. Spinnen? Vor dir haben die genauso viel Angst wie du vor denen. Aber die haben mehr Beine und Augen. Okay, es hilft ja nichts. Let's go. Rein in den Wald. Ziemlich düster hier. Igitt, ich habe irgendwas Schleimiges angefasst. Du sollst jetzt nicht in deiner Hose rumfummeln. Sehr witzig. Worauf bin ich denn jetzt getreten? Keine Angst. Wenn es ein aggressives Tier wäre, hätte es dir schon den Fuß abgebissen. Ich... Könnte sein. Ich kann nichts mehr erkennen. Der Dschungel ist so dicht. Was war das? Ich werde hier sterben! Dieser Dschungel ist mein Tod! Begrabt mich an der Biegung des Flusses! Sagt meinen ungeborenen Kindern... Oh. So ein Zufall. Ich wollte dich jetzt gerade darauf hinweisen, dass hier ein Hotel ist und du nicht sterben musst. Seit wann weißt du, dass es das hier gibt? Och, nur seit wir auf der Insel angekommen sind. Kannst du Informationen über das Hotel aufrufen? Das heutige Kalawa Resort und Spa Hotel wurde 1982 als Brezhnev-Oase eröffnet. Es galt als beliebter Urlaubsort für hochrangige Militärs der Sowjetunion und ihrer Familien. Gerüchte über eine geheime KGB-Basis auf der Insel sind nur üble Propaganda des kapitalistischen Westens. Das steht also im Internet über das Hotel? Ja. Dann wird es sicher korrekt sein. Ich sollte in das Hotel gehen. In einem Spa laufen doch sicher heiße Bräute rum. Du suchst Faith, Larry. Die ist auch eine heiße Braut. Ja. Okay, hier gibt's aber, glaube ich, noch ein bisschen was zu sammeln.
Wie unerwartet. Da ist Müll drin. Das ist ein Ein Aluhut. Let's go. Brunnen und Plakette. Die reiße ich nicht ab. Mit der Hand komme ich nicht bis auf den Grund des Brunnens. Palme? Nein. Tür? Hinhüpfen kann ich nicht. Stimmt. Und er hat recht. Gehen wir mal in die Lobby. Gucken wir uns das mal an. Oh, da sind sogar Leute. Hallo. Hallo. Was hat er? Geht's dir gut? Warum soll's mir nicht gut gehen? Mir geht's bestens. Du siehst aber nicht so gesund aus. Was? Quatsch. Ich bin kerngesund. Könnte jetzt einen Marathon laufen. Soll ich? 3, 2, 1, los! Verdammt, ich kann jetzt nicht. Bekomme Ärger, wenn ich meinen Posten verlasse. Hast du hier eine hübsche Blondine namens Faith gesehen? Wir hatten eine hübsche Blondine vor ein paar Wochen hier im Hotel, aber ich weiß nicht, wie sie hieß. Denn das wusste sie selbst nicht mehr. Das könnte Faith sein. Ist sie noch hier? Hab sie länger nicht gesehen. Die Chefin weiß vielleicht noch was. Verdammt. Ich muss rausfinden, wo sie geblieben ist. Wo ist denn die Chefin? Ich glaube, ich habe mein Floß in dem Sturm verloren. Du bist mit einem Floß hergekommen? Ja, aus Cancun. Verflucht, das ist ziemlich weit weg. Ich bin halt ein echter Seebär. Was ist das hier für ein Hotel? Das hier war einmal der beliebteste Urlaubsort der reichsten Leute aus der Sowjetunion. Sie sind alle hergeflogen und haben sich hier vergnügt. Hier gab es alles, was sie wollten. Luxus pur. Das ist aber nun einige Zeit her. Was ist dann passiert? In den 90ern wollte so ein ekliger Immobilienhai aus den USA alles kaufen und auf den neuesten Stand bringen. Der hat massig Firmen hier arbeiten lassen, aber nie deren Rechnungen bezahlt und alles ist geplatzt. Dann wollte er daraus ein Casino machen. Stattdessen hat eine Geschäftsfrau hier aus der Gegend gleich die ganze Insel gekauft und sich zur Gouverneurin ausgerufen. Sie versucht seit ein paar Jahren, das Hotel wieder zu einem angesagten Ort zu machen. Aber unter uns gesagt, ohne Erfolg. Wie heißt sie und wie kann ich sie finden? Bobby Marley. Sie ist meistens in ihrem Büro oben. Mit dem Lift kannst du zu ihr hochfahren. Okay. Ich bin Larry. Larry Leffer. Hallo Larry, ich bin Kip. Du bist Hallo hier der Kip. Page? Mehr als das. Soll ich dir Muntermacher verschaffen? Du meinst... Rote Gummibärchen? Bist du verrückt? Die sortiert man aus und wirft sie in den Schredder. What Sonst the fuck? Vereinigen die sich nachts zu einem riesigen Gummibärchen. Sicher. Aber eigentlich meinte ich, Viagra? Ach, vergiss es. Du bist nicht der Typ für sowas. Okay, das reicht mir erstmal. Ich sollte also mit dieser Bobby Marley reden. Vielleicht weiß sie, wo Faith sich jetzt aufhält. Wo ist denn nun der Lift? Hier ist der Lift. Let's go! Wer ist sie? Zentrale bitte melden. Jan Mai hier. Ah. Ja. Wo sind Sie, Jan Mai? Das Signal von Faith's P-Phone ist in einen Sturm geraten und wurde zu einem Archipel gewirbelt. Dann ist das Signal abgebrochen. Haben Sie Faith gefunden? Nein, sie ist nicht hier. Aber bei dem Signal ist ein Mann aufgetaucht. Ein Mann? Er scheint sich Faith's P-Phone geschnappt zu haben. Vielleicht weiß er, was mit Faith geschehen ist. Behalten Sie ihn genau im Auge. Wenn ich meine prämierten Verhörmethoden anwende, kommen wir schneller zu Ergebnissen. Ich muss nur aufpassen, nicht gleich den Schenkelquetscher einzusetzen. Dieser Let's Typ go. Mit dem weißen Anzug sieht aus, als würde er dann in der Mitte durchbrechen. Noch nicht. Aber wenn es nötig wird. Bestätigt. Haben Sie schon mal eines Ihrer Verhöropfer mit Sahne eingerieben und diese dann von mongolischen Kühen abschlecken lassen? Nein. Wäre das nicht was? Ich ziehe es in Erwägung, sobald ich eine mongolische Kuh auftreibe. Jan Mai, Ende.
Wobei das gar keine schlechte Idee ist. Ja, was gibt's? Hallo? Hallo, ich... Bist du der neue Pianist? Ein Glück, ich kann das Geklimpere von Luis nicht mehr ertragen. Ich... Oder bist du der neue Kellner? Am Outfit müssen wir dann noch was verbessern. Ich... Moment, ist das ein Hochzeitsanzug? Willst du hier heiraten? Ich... Also, was zum Teufel willst du eigentlich? Ich suche nach einer Frau namens Faith. Sagt mir nichts. Groß und blond? Steht total auf mich? Zumindest beim ersten Teil fällt mir jemand ein. Sie ist auch nach einem Sturm angeschwemmt worden. Könnte sein. Ich habe sie hier in ein Zimmer einquartiert. Sie tat mir leid. Aber sie ist dann spurlos verschwunden. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Oh, verdammt! Aber Faith war hier! Sie muss Spuren auf dieser Insel hinterlassen haben. Okay. Ich bin hier mit meinem Floß gestrandet. Nach dem Sturm haben wir einen Haufen Dreck und Schrott am Strand gefunden. Wir mussten diese Stelle evakuieren und einige Gäste haben Ausschlag beim Baden im Meer bekommen. Du bist also dafür verantwortlich? Hat der Schrotthaufen ungefähr Floßform? Du gibst es also zu? Naja, ich habe in dem Wirbelsturm ein klein wenig die Kontrolle über die Steuerung verloren. Dann muss ich dich Kraft meines Amtes verurteilen. Was? Du hast mutwillig das Gewässer von Kalauer verschmutzt. Der Müll, den du hergebracht hast, wurde schon eingezogen und wird dem Recycling zugeführt. Außerdem wird ein Bußgeld in Höhe von $10,000 fällig. Solange du diesen Betrag nicht bezahlen kannst, darfst du die Insel nicht verlassen. Wo kann ich mich beschweren? Bei mir. Ich beschwere mich. Ist vermerkt. Mein Name ist Larry. Larry Laffer. Und ich bin Bobby Marley. Gouverneurin von Kalauer und Inhaberin dieses Hotels. Okay. Ich bin also auf der Insel gefangen, soll ein Bußgeld bezahlen und mein Floß wurde als Geisel genommen? Wenn du es so zusammenfassen willst. Okay. Vielleicht kann ich das Bußgeld auch anders abbezahlen. Wir haben schon genug Tellerwäscher. Dann mache ich mich mal auf den Weg und versuche, das Geld aufzutreiben. Einen Augenblick noch. Was? Wo du schon hier bist. Gerade habe ich echt viel Stress. Und ich hatte schon lange keinen Herrenbesuch mehr, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe natürlich, was du meinst. Ja? Ich soll für dich einen Baum fällen, wie echte Männer das tun. Okay, wird hier eher eine Palme sein, aber das dürfte genauso funktionieren. Okay, du scheinst jemand zu sein, mit dem man direkt sein muss. Meine Lenden sind bereit, deine Lanze in einem heißen Akt zu empfangen. Let's go! Willst du dich mit mir vereinen zu wildem, animalischem Sex? Oh, ja? Ich hoffe, du enttäuschst mich nicht, Larry Laffer. Das hoffe ich auch. Moment, hier stimmt doch was nicht. Was? Vielleicht. Denn? Normalerweise wollen Frauen doch immer, dass ich irgendwas für sie erledige, bevor sie Sex mit mir haben wollen. Soll ich dir vielleicht zuerst irgendwas zu essen holen oder so? Oder muss ich irgendwas reparieren? Muss ich vielleicht erst einen Brief von dir ans andere Ende der Welt bringen, bevor du dich nackig machst? Jetzt hör endlich auf zu reden. Okay. Okay. Baby, das war süffig im Abgang. Wenn du meinst, du warst in Ordnung. Komm in ein paar Stunden wieder, dann machen wir weiter. Okay. Schon wieder? Kannst du etwa nicht? Ich kann immer. Dann ist es ja gut. Ich schätze mal, meine Schulden bei dir sind jetzt abbezahlt. Nein. Hast du mir vielleicht beim Sex das Geld zugesteckt? Offensichtlich nicht. Aber ich meine, ich hab dich doch glücklich gemacht. Zählt das nicht? Du kannst jetzt gehen. Komm mit dem Geld wieder und denk daran, dass du die Insel nicht verlassen darfst. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt fühlen soll. Denk bitte vor der Tür darüber nach. Okay. Freunde! Zentrale! Ja? Ah.
Haben Sie etwas über den Mann herausgefunden? Er hat die Gouverneurin der Insel aufgesucht. Durch die Tür konnte ich hören, dass er nach Faith gefragt hat. Sehr gut. Jedenfalls, wo ist Faith jetzt? Das weiß die Gouverneurin offenbar auch nicht. Ich werde mich an die Fersen dieses Larry heften. Und wenn er sie findet, schlage ich zu. Aber was hat es mit diesem Larry auf sich? Warum sucht er Faith? Das werde ich noch herausfinden. Aber eins steht fest, er scheint einen unwiderstehlichen Charme und exzellente Verführungskünste zu besitzen. Die Gouverneurin hat er mit wenigen Worten rumbekommen. Er könnte ein Geheimagent sein. Einer der besten. Faszinierend. Haltet Sie mich auf dem Laufenden. Ohne Faith werden wir diesen Algorithmus nie finden. Jan Mai, das stimmt. Ende. Moment. Ja? Haben Sie schon mal ein Geständnis erreicht, indem Sie die Fußsohlen eines Gefangenen mit einer Kakapu-Feder gekitzelt haben? Ich kann mich nicht erinnern, das schon einmal getan zu haben. Erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen einen Kakapu schicke. Bissige, kleine Drecksviecher. Ich freue mich darauf. Larry, sag mal, warum lässt du dich von der einfach so anspringen? Naja, ich meine, ich wollte nur nett sein. Wolltest du nicht eigentlich Faith suchen? Sag mal, bist du eifersüchtig? Überhaupt nicht. Dann geht's ja. Übrigens, das Kuga-Update ist gerade abgeschlossen worden. Es stehen dir jetzt alle Apps wie gewohnt zur Verfügung. Neue Funktion? Du kannst nun jederzeit mit mir reden. Starte dazu einfach die neu installierte P-App. Schön, du kannst dich also nicht mehr taubstellen, wenn ich mit dir reden will. Sieht ganz so aus. Freunde, ich würde sagen, für heute war's das. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao.